Ja, hallo, ich bin der Tom Nattermann, bin Stürmer und habe die Nummer 13. Zwar, Tom, ich habe mal eine Frage an dich. Was war dein schönstes Tor in deiner bisherigen Karriere? Ja, lieber Mike, danke für deine Frage. Ich beantworte dir jetzt. Ja, mein schönstes Tor, denke ich persönlich, war in der U19 im Pokalfinale gegen Dynamo Dresden. Es ging ins Elfmeterschießen. Ich durfte den letzten entscheidenden Elfmeter schießen. Es war vielleicht jetzt nicht das schönste Tor, aber auf alle Fälle das emotionalste. Und mit meinem letzten Schuss habe ich das Spiel dann entschieden. Und ich meine, wir haben dann den Titel gewonnen. Auf alle Fälle das emotionalste Tor meiner Karriere, denke ich. Ich hoffe, es folgen noch ein paar. Ja, also ich denke, ich habe mich eigentlich für Aue entschieden. Es war nämlich schon im Winter das Interesse da. Da wollte ich dann auch herkommen. Und als dann im Sommer wieder das Interesse von Steffen Zifert da war, brauchte ich eigentlich gar nicht lange überlegen. Ich bin dann hergefahren, habe mir alles angeguckt und eigentlich stand da dann schon die Entscheidung fest, bevor wir eigentlich schon viel geredet haben. Also es ging eigentlich relativ fix. Also bisher gefällt es mir super in Aue. Also da gibt es gar nichts dran zu meckern. Ich habe jetzt schon hier viele Freunde gefunden. Die Fans sind klasse und dann muss ich halt dazu sagen, ja, die Derbys. Letztes Jahr habe ich vor 300, 400 Zuschauern gespielt. Und jetzt bei den Derbys, da wird Stadion voll hier in Aue. 10.000 gegen Rostock. Wenn wir in Dresden spielen, werden uns auch wieder ganz viele unterstützen. Das Stadion wird voll. Und gegen Chemnitz, das wären Highlights. Und da denke ich, in meiner Karriere wird es auf alle Fälle erstmal wirklich ein richtiges Highlight für mich werden. Gut, da bei der Frage kann ich ja wieder sagen, ich habe letztes Jahr vor 300, 400 Zuschauern gespielt und jetzt, man merkt einfach diese Unterstützung. Man merkt das, wie die Fans, wenn Raunen durchs Stadion gehen, wenn die Fans einen anfeuern. Das ist einfach ein richtig gutes Gefühl, das pusht einen und dann kann ich jetzt wirklich sagen, es ist wirklich wieder 12. Mann. Und ja, also die Unterstützung ist super. Ja gut, ich würde natürlich am liebsten jetzt sofort von Anfang an spielen, sage ich mal. Aber das ist dann immer noch eine Entscheidung vom Trainer. Ich biete mich im Training an und dann werden wir sehen, wann ich von Anfang an spiele. Ich werde auf alle Fälle meine Minuten nutzen wollen als Einwechsler. Alles Weitere sehen wir dann. Ja gut, ich sage mal so, Torschusstraining machen wir schon ganz viel. Und schlussendlich, ich denke, umso länger wir uns dann kennen, umso besser wird das Zusammenspiel in der Offensive und dann werden wir auch erstens mehr Torchancen kreieren und dadurch dann noch zwangsweise mehr Tore schießen. Also das kommt von allein, denke ich. Und wir geben Gas.